Hallo zusammen! Hi miteinander! Hier sind wieder Pascal und Sandro von den Car Collectors. Und wir sind zurück mit einem Pokémon-Wissen-Video heute. Ja. Denn wir haben euch einiges zu erzählen. Es geht um Schätzungen von unseren geliebten Pokémon-Karten. Wir haben wirklich bei uns im Shop jetzt schon länger das Angebot, um Karten zu schätzen. Wir haben ein Schätzticket, das man bei uns lösen kann. Nicht zu verwechseln mit dem Grading-Ticket. Wichtiger Unterschied, genau. Genau, wichtiger Unterschied. Zuerst das eine, dann das andere. Richtig, ein effektives Schätzticket. Und es handelt sich eigentlich darum, 20 Karten auf ein Formular auszufüllen, das wir euch dann zusenden würden. Mhm. Und die werden dann professionell von uns geschätzt. Im momentanen Marktwert, was die Karte im Moment wert hat. Durch das Card Collectors Schätzteam. Das heißt, wenn ihr Karten zu Hause liegen habt, die ihr gefunden habt oder die schon lange da sind und ihr habt keine Ahnung davon, ob die was wert sind oder wie viel die wert wären, natürlich könnt ihr erstmal im Internet recherchieren. Richtig, wir haben unter anderem auch einen Blogpost, den werden wir euch unten auch nochmal verlinken. Geht und guckt es euch doch an. Für den ersten Einblick, aber wenn ihr euch zu unsicher seid oder gerne auch professionelle Hilfe braucht, sind wir euch natürlich zur Stelle. Genau, weil nicht jeder hat die Zeit, um stundenlang um 2-3 Karten zu recherchieren und dann sehen sie auch noch gleich aus und es kann oft zu Verwirrungen führen. Aber wir bei den Card Collectors, wir haben wirklich täglich Karten in den Händen, wir handeln mit Karten, wir tauschen mit Karten, wir spielen mit Karten und deshalb ist es für uns auch relativ einfach, nicht immer ganz einfach, aber für uns relativ straightforward, um herauszufinden, wie viel Wert hat deine Karte. Mit 25 Jahren Erfahrung mittlerweile, Leute, 25 Jahre. Deshalb das Jubiläum dieses Jahr. Was schätzen die Leute, wie viele Karten schätzen die Leute meistens? Meistens für ein Ticket ist rund 20 Karten sind inbegriffen. Mhm. Das heißt, 20 Karten oder weniger werden geschätzt. Das liegt ganz an euch. Das wäre dann ein Schätzungsticket. Man kann natürlich auch 2 Tickets lösen. Das wären dann für 40 Karten. Mhm. Und so der durchschnittliche Aufwand von unserer Seite aus ist plus minus zwischen einer halben bis einer ganzen Stunde. Das ist so der Durchschnitt. Mhm. Es kann manchmal auch mehr werden. Es kommt ganz auf die Karten drauf an. Ja. Gewisse Karten, wenn zum Beispiel auch andere Sprachen ins Spiel kommen, ist die Recherche ein bisschen schwieriger oder ein bisschen auf den gängigen Plattformen ein bisschen schwieriger rauszufinden, oder? Kannst du mal ganz kurz erklären, wo du beginnst, wenn du jetzt eine Karte oder eine Sammlung von Karten erhältst? Wie machst du dir einen Überblick, wie viel das kostet? Den Überblick von einer einzelnen Karte mache ich, indem ich zuallererst die Karte angucke. Mhm. Was ist das für eine Karte? Ist die echt die Karte? Wahrscheinlich das ist auch noch so ein Punkt. Der erste große Punkt. Der zweite Punkt, was ist der Zustand der Karte? Es gibt verschiedene Kategorien. Das geht von leicht gespielt bis zu Near Mint oder Mint, also perfekter Zustand. Und dazwischen gibt es ganz viele Einzelkategorien und dann wird die Karte eigentlich von Vorder- und Rückseite auf Kratzer, auf Spuren oder Beschädigungen geprüft, soweit es geht auf den Fotos oder in Real Life. Genau. Das ist auch noch so ein bisschen der Unterschied. In Real Life kann man natürlich noch genauer reingehen. Und ansonsten wird bei der Karte wirklich der ungefähr, es sind eingestufte Kategorien und meistens findet man die genaue Kategorie vom Zustand für die Karte. Genau, da gibt es eigentlich praktisch Pack Fresh und dann siehst du, okay, gewisse Mäkel, das ist dann irgendwie eine Kategorie weiter und dann hat es noch eine Schramme mehr, ein Kratzer drin, weiter unten und dann geht es immer weiter nach unten, bis oder? Bis wir dann bei deinem Raupi sind. Genau, mein legendäres Raupi. Heute leider nichts dabei. Schneiden wir noch rein. So, wir werden sicher noch rein. Nein, ich mache noch ein paar Fotos. das ist dann sicher die unterste Kategorie. Genau, also komplett zerstört, zerrissen oder ein wirklich Dellen haben und wir auch schon gesehen. Ja, haben wir alles auch schon gesehen. Es gibt halt auch Karten, die euch besonders am Herzen liegen, weil ihr genau wisst, wie ihr sie auf dem Schulhof eingetauscht habt. Ja, der persönliche der Wert. Zustand. Das ist dann, genau, das ist einfach der persönliche Wert. Dann auf gibt jeden aber dann Abzüge im Wert, im Verkaufswert, oder? Richtig, der Verkaufswert wird eigentlich durch jede Beschädigung oder Makel an der Karte, wird der Marktpreis sinken. Das ist ganz normal. Weil das ist immer noch, was den Preis von den Karten anbelangt,
wird auch unter anderem zusammengestellt, größtenteils aus dem Sammelwert. Mhm. Und ein anderer Teil, den viele auch vergessen, ist der spielbare Wert. Ah. Wie gut ist die Karte spielbar im offiziellen Pokémon TCG-Spiel, ja, oder? Hatten wir gesehen, Tapu Lele GX, genau, als die rauskam, war super, ein super Collectible Item, yes, sah super schön aus, war aber auch so hart spielbar, dass der Preis zusammengesetzt war aus Collectability und Playability. Richtig, ja, genau. Und als die Karte dann aus der Rotation fiel im TCG, ja. Preis fiel. Also ja, es ist genau auch eben der Zustand und das Spielbare, was dann den Preis zusammensetzt. Das sind Sachen, die du auch mit beeinflusst. Richtig, genau. Und das unter anderem auch Anfrage, Angebot. Wie viel von der Karte gibt's? Wie viel ist sie im Moment selten? Ist der Markt komplett überhäuft? Also es wird sehr, sehr viele Faktoren, die dann noch einen kleinen Prozentsatz am Preis was ausmachen. Hast du dazu gar was gesehen? Gibt's Karten, die momentan gerade wieder auf den Markt kommen und deshalb den Preis nach unten bringen? Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Preis von sehr, sehr vielen Karten, vor allem auch alten Sets, gesunken. Und zwar ganz schlicht und einfach aus dem Grund, weil das Angebot enorm hoch geworden ist und die Anfrage weniger. Das heißt, viele Leute wollen Karten verkaufen, ja, um sich Geld anzusparen fürs 25-jährige Jubiläum, oder? Und darum ist der Preis von einigen Karten doch auch gesunken. Also eben, es hat wirklich auch einen Einfluss, wie viel von der Karte gibt es momentan auf, ja, auf dem Markt, ja, und wie viele wollen die Karten. Wenn natürlich 100 Millionen, weiß ich was, von der Karte existieren und niemand will sie, dann sinkt der Preis. Das ist, wow, automatisch. Es ist irgendwo logisch, aber krass, dass es auch die alten Karten so betrifft, oder? Genau, offenbar, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Das ist immer eine Momentaufnahme, oder? Die Preise, die wir ja bestimmen in den Schätzungen, sind nicht in Stein gemeißelt und auch nicht für immer. Richtig. Es ist wahrscheinlich, es sagt dir als Kunde wahrscheinlich in dem Moment aus, für wie viel du deine Karte jetzt gerade verkaufen zum kannst. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und jemand dir wahrscheinlich bereit wäre zu zahlen. Richtig, der, genau, nicht etwas Spezielles hat. Wenn, genau, du eine Karte hast, die eine Person unbedingt sucht und nicht woanders kaufen will, sondern jetzt haben will, kriegst du wahrscheinlich mehr. Dann kriegt man mehr, richtig. Genau. Oder eben, es geht in beide Richtungen. Oder vielleicht ist die Karte einiges wert, aber jeder hat sie schon. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Anfrage, dann kauft sie vielleicht nicht jemand. Und wenn man es dann unbedingt verkaufen will, muss man vielleicht ein bisschen unter Marktwert, oder? Ja, richtig, das geht, genau, in beide Richtungen. Da hast du eigentlich so einen Marktwert. Gibt es Plattformen? Was grast du ab? Was schaust du an? Genau, ich gehe eigentlich pro Einzelkarte. Da kommt es ein bisschen auf die Sprache an. Okay, also Sprache, Zustand und echt oder nicht, das klärst, genau, du erstmal ab. Das und dann gehst zwei, du auf Suche. Genau, richtig. Für zum Beispiel deutsche und englische, wie auch spanisch, französische, europäische Karten. Mhm. Eine der größten Handelsplattformen ist cardmarket.com. Das ist eigentlich eine der größten Plattformen. Ja. Ich vergleiche natürlich nicht nur auf Cardmarket, ja, sondern ich gehe auch auf große Plattformen, wie zum Beispiel eBay, mhm, ist auch so eine typische Plattform. Dort ist zum Beispiel einer der größten Handels von den Pokémon-Karten auf Japanisch. Ja. Das ist, ja, das findet, ja, genau, so ein bisschen auf eBay statt, oder? Ja, Japanisch ist auf eBay, wenn du nicht auf die japanischen Plattformen wie Yahoo Auctions Japan gehen willst. Oder? Genau. Und dann gucke ich ansonsten sonst noch, wie sieht's aus eben mit Anfrage, Angebot. Ich gehe auch manchmal auf private Seiten gucken, mhm, wie gewisse Sachen, zum Beispiel private Tauschforen oder je nachdem, was für eine Karte das ist. Ja. Darum, das habe ich am Anfang vom Video erwähnt, bei gewissen Karten braucht es ein bisschen mehr von Recherchierung, weil es gibt manchmal Karten, bei denen klar ist, die Karte, die ist jetzt 3 Euro oder 3 Franken wert, mhm, oder? Weil es gibt so viele in der, ja, Kategorie 3 und Franken, dann, gehst du dann da nicht 20 Minuten, dann muss lang ich nicht, dann, genau, ist es irgendwo zwischen 2 und 4 Franken. Richtig, und dann, ja, gibt es gewisse Karten, die dann zum Beispiel zwischen 500 und 5000, so ein riesen, mhm, Gap, oder? Mhm. Und dann musst du das irgendwo so ein bisschen einsortieren und dann gehe ich überall nachgucken. Und das sind so eigentlich die üblichen Plattformen. Ja.
gut. Sicher ja, die zwei größten, würde ich meinen. Ja. Das sind sicher die großen. Und im Blogpost haben wir noch ein paar weitere Quellen erwähnt, wo ihr auch vergleichen könnt. Wichtig, nehmt diese Preise, die dort sind, nicht immer für bare Münze. Es gibt auch hier Unterschiede, auch regionale Unterschiede. Teilweise kriegst du, wenn du in den USA wohnst, extrem coole Angebote, weil dort viel ist. Mhm. Und du musst berechnen, dass du sie nicht zum gleichen Punkt, zum gleichen Preis in Europa haben kannst. Richtig. Aber wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen, wenn du eine Sammlung zugestellt bekommst, schaust du erstmal, was sind so ein bisschen die richtig wertvollen Karten, dann nimmst du dir richtig viel Zeit und bei den meisten, wenn du gerade siehst, okay, das ist jetzt gerade eine Setkarte, das ist ein Uncommon aus einem Set, aus dem aktuellen Set, dann weißt du, das ist so genau. Und so. Und dann machst du eigentlich dir einen Überblick und schaust, was ist in der Sammlung drin, was ist der Zustand und wo sind die großen Sachen, bei denen wir über eine Spanne von mehreren hundert Euro vielleicht oder Franken reden, genau, wenn wir sie einschätzen. Und da muss man genau hinschauen. Richtig, ja. Bei den 20 meistens in, ich sage jetzt mal, einem Ordner sind es dann meistens, ich lache, weil wir zeigen euch nachher, was wir hier auf dem Tisch haben. Manchmal beim Ordner guckt man so ein bisschen die 20 heftigsten Karten, also die wertvollsten Karten sucht man so ein bisschen raus. Und werden dann eigentlich separat sortiert und der Rest vom Ordner oder auf Wunsch von demjenigen, der uns die Sammlung anvertraut, gucken wir die Sammlung, also allererster Schritt ist die Sammlung durchgucken. Und okay. Was sind da man überhaupt setzt sich für Karten? Hin, man schlägt den zuerst Ordner mal Nostalgie auf. Oder wunderschöne Karten zuerst mal angucken. Das ist natürlich das Wichtigste mit Abstand. Und dann wird eben so ein bisschen auch eruiert, nebenzu auch notiert, was sind so die wertvollsten Karten. Und dann wird eigentlich so dann, und der Rest wird dann eigentlich pro Seite so plus minus gerechnet. Oder? Okay, da hast du 9 Karten auf einer Ordnerseite und siehst, das ist eigentlich, das sind 6x Bulk, 9x Bulk oder so. Genau, dann, ja, zum dann Beispiel. Dann ist die Seite zusammengefasst, ist 9,02 Euro wert. Yes, oder? Genau, und, ja. Und dann schaust du bei den, und du notierst dir das auf der Seite. Hm? Mhm. Wenn du was Wertvolles siehst, Ordnerseite 35, scheint genau, Treasure. Genau. Das wird dann so notiert. Genau, ja. Stimmt, weil das ist ja auch was ihr machen könnt. Ihr müsst ja nicht pro 20 Karten buchen, sondern ihr könnt uns auch Bilder eines Ordners zuschicken und sagen, ich will die 20 wertvollsten Karten aus diesem Ordner haben. Mhm. Und dann Sandro und Team springen dann an. Das durch, ja. Und dann werden die 20 besten rausgenommen, die einzeln angeschaut, der Wert aufgezählt. Und dann kannst du ja schauen, die teuerste war dann 1000 Euro und Platz 20 war bei 100 Euro. Das heißt, Platz 21 und darunter wird ist weniger. Ist alles unter. Genau. Und da kann man sich überlegen, will ich nochmal so ein Paket buchen? Ja, nochmal unter den 100, vielleicht nochmal 20, oder? Genau. Wäre da noch was Interessantes? Ja, richtig. Und eben, da ist es wirklich dann schlussendlich auch unter anderem die Erfahrung. Gewisse Karten sieht man sofort, wenn man das goldige Sternchen zum Beispiel sieht, oder? das ist so ein typisches Beispiel. Ja. Dann weiß man, okay, hier hat es wirklich, hier hat die Glocke ziemlich laut geschlagen. Ja. Das ist, genau, ja. Reden wir vom lauten Schlagen von Glocken. Es gibt ja ab und an diese Ausnahmesammlungen. Es gibt die einen Ordner, wo 100, 200 Karten drin sind, aber dann gibt es die Collection hier, die wir vor uns haben. Krass, Leute. Also wirklich, ich kann es euch nicht anders sagen. Es sind insgesamt 8 Ordner. Es sind 8 Ordner. Es sind 8 Ordner, Leute. Und wir haben wirklich, wir möchten uns erster Linie bedanken, dass uns dieses Vertrauen wirklich gegeben wurde. Wir haben jeden Ordner wie unser Frischgeborenes behandelt. Also wirklich sehr, sehr mit Sorgfalt, weil da sind richtige Schätze drin, Leute. Mhm. Also uns ist allen die Kinnlade runter, wo wir gesehen haben, was da für Karten. Eine sehr, sehr spezielle Sammlung. Und wir wollten euch einen kleinen Einblick geben in die Sammlung. Weil wir die auch bei uns im Shop drin haben, Leute. Also alles, was ihr heute hier seht, ist unter anderem auch bei uns im Shop als Gesamtpaket. Genau. Ich mache noch den Link unten hin. Yes. Wir wollen heute über diese eine spezielle Sammlung reden, die uns so viel Freude und gleichzeitig auch Arbeit bereitet hat. Oh ja. Aber es war eine unglaubliche Reise durch die Pokémon-Geschichte. Richtig Spaß gemacht. Und deshalb möchten wir das gerne mit euch teilen und euch ein bisschen erklären, wie man so ein Mammutprojekt überhaupt angeht. Ich kann mal ganz kurz noch ein paar Statistiken zücken, glaube ich. Oder weißt du es gerade auswendig, wie viele Karten sind da? Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich jede Karte angeschaut einmal, richtig, oder? Richtig. Mindestens wir haben einmal. Jede Seite mindestens einmal geblättert. Mhm.
und mindestens einmal durchgeguckt. Okay, wir haben hier 8 Ordner. Im Ordner 1 sind über 1000 Karten. Eigentlich in jedem der Ordner, bis auch vielleicht ein oder zwei, sind über 1000 Karten, womit wir insgesamt bei über 8000 Einzelkarten sind. Richtig. Es sind um die 8000 Einzelkarten in den 8 Ordnern, Leute. Und also, das war riesig. Das war wirklich eine gigantische Sammlung. Ja. Und warum sie auch gigantisch ist, zeigen wir euch gerade. Aber einzeln geschätzt Karten aus diesem Set haben wir zusätzlich noch 64 und 23, gibt etwa 87, rund 90 Karten wurden noch einzeln genau angeschaut. Richtig. Wie krass, oder? Etwa 90 Karten haben wir durchgeguckt, weil das waren wirklich, da waren Karten drin, Leute, wo man einfach musste. Das war nicht so, dass man einfach mal, ja, plus, minus, sondern das ist wirklich eine Sammlung der Extraklasse, Leute. Ja. Ich habe selten in meinen 25 Jahren, habe ich selten sowas gesehen. Auch die Sammelart war sehr spezielles. Mhm. Ähnlich so ein bisschen auch wie du. Du sammelst auch im letzten Crips-Video, Leute, von Pascal, geht und guckt es euch an. Ja, ich wirklich auch vom Sammeln her nach Pokémon sortiert. Mhm. Also und extrem genau. Es ist wirklich, Leute, ich habe selten sowas gesehen. Wir können ja mal ganz kurz reintauchen, ohne viel Worte zu verlieren weitere. Ich möchte euch die Sammlung hier zeigen, wie sie aufgeteilt ist, was alles drin ist. Du kannst vielleicht zu einzelnen Karten dann noch was sagen. Was ich vorne wegschicken möchte, ist, diese Sammlung haben wir geschätzt auf einen Wert von rund... Wir haben den rund 60.000 Schweizer Franken. Also insgesamt die 8 Ordner haben wir wirklich auf- und abgerundet und drum und dran. Und es ist wirklich auf faire 60.000 Franken. Es ist wirklich, es klingt nach einer Riesenzahl, aber ihr werdet sehen, es hat wirklich Karten drunter. Ihr werdet es verstehen, Leute. Für die, die schon ein bisschen länger sammeln, die werden es garantiert verstehen. Also, das Spezielle an dem und das, an dieser Sammlung, das hast du schon erwähnt, ist, dass die Karten auf eine bestimmte Art eingeordnet sind. Und zwar ist es ein kompletter Pokédex. Ich glaube, von Generation 1 bis Generation 5. Bis etwa 2000. Ja, ich ja, glaube, die ja. neueste Karte in dieser Sammlung ist von 2012 oder 2014. Also bis und mit die XY-Ära. Ja, genau, genau. Und genau. Die ältesten Karten sind natürlich aus dem Base-Set. Mhm. Das heißt, die Sammlerin, die diese Sammlung gehört, sie hat sich wirklich über mehrere Jahre diese Sammlung zusammengetragen. Von praktisch vom Anfang an bis und mit XY und dann einfach angehäuft und die Karten in super Zustand einfach rein. Das kommt eben noch dazu. Und wir wissen, jeder gute Pokédex fängt mit Bisasam. Bisasam. Bisasam, genau. Und hier sehen wir, dass Bisasam-Karten drin sind. Dann geht es nahtlos über zu Bisaknosp bis hin zu Bisaflor. Und da sind wirklich, ihr erkennt hier einzelne Karten. Hier, das hier ist das Base-Set. Und yes. Dann aktuelle Karten. Das ist Black and White Series hier. Und auch EX und Crystal. So viele Bisaknosps, würde ich behaupten, haben wenige von euch aufs Mal gesehen. Und dann natürlich tatsächlich, kann ich das mal ganz kurz dir vor die Cam geben. Ja, sehr, sehr gerne. Das sind Sachen, die eine Winner-Karte. Das ist wirklich so was Spezielles. Ich zeige es euch hier schnell. Seht ihr den Winner-Stamp? Das ist wirklich eine Karte, die man nicht oft sieht. Eine Best-Winner-Karte. Die hat man zu der Zeit, wenn es mich nicht täuscht, bekommen, wenn man bei einem kleinen Turnier mitgemacht hat. Mhm. Und zu sagen, als Winner rausging. Sehr cool. Die wurde auch nicht so oft gedruckt, also wirklich sehr, sehr selten. Und eben das Spezielle an der ganzen Sammlung, Leute, guckt es euch an. Ja, das stimmt. Also die Karte ist wirklich mit kleinen Ausnahmen perfekt. Dazu muss man noch sagen, diese Sammlung kam in einem Ordner, einfach in den Klarsicht-Mappen. Und bei besonders wertvollen Karten, die wir einzeln rausgenommen haben und dann auch einzeln bewertet haben, die haben wir zusätzlich noch gleich gesleeved mit einer Penny Sleeve oder Perfect Fit? Ich glaube Penny. Die Sache war wirklich, jede Karte, die wir rausgenommen haben, haben wir nicht mehr reingetan. Also eben vor allem bei den wertvollen ohne einen Sleeve. Also sie musste in Sleeve rein. Und ansonsten, wenn wir sie nicht rausgenommen haben, haben wir sie drin gelassen, weil es ist wirklich so,
Der Schaden, der entstehen kann, wenn man sie ungesleeved in einen Ordner reinmacht, also immer auch tütet die Karten ein, Leute, wirklich wichtig. Tütet, ja, das ist wirklich das A und O, glaube ich, ja. Um den Wert zu erhalten. Wir sehen altbekannte Sachen wie die Delta Species von bestimmten Karten. Das war ja auch ein legendäres nicht ein Subset, aber... Yes. Und dann Karten, die ich persönlich noch gar nie gesehen hatte. Die Artworks, du gehst da durch und du denkst dir, wow, da sind wir schon bei noch nie gesehen. Jetzt kommen wir Richtung Charizard. Und natürlich der Big Boy. Und hier gleich mal, einfach um euch zu zeigen, wie komplett diese Sammlung ist. Hier haben wir das. Ich hoffe, ihr sitzt. Das ist auch eben, das ist einer der Karten, die ich vorhin erwähnt habe. Darum ist die Sammlung so viel wert. Genau aus dem Grund. Und es ist nicht so, dass einfach nur einzelne dieser Karten da drin sind. Nein, das ganze Gold Star Set wurde einfach Gold Star gesammelt einfach drin, und zusammengetragen bis zum bitteren Ende, oder? Richtig krass. Richtig, die Sammlerin richtig hat sich hier richtig überlegt. Wunderschöne viel Karten. Mühe gegeben. Die Karten auch nach Schönheit gesucht, oder? Mhm. Und was sie uns erzählt hat, ist, dass sie eine vergiftete Sammlerin ist. Sie hat nämlich bei den Pokémon Games, bei den Switch und Nintendo DS Games, hat sie den Global Pokédex, also sie hat den gesamten Pokédex zusammen. Mhm. Auch dort hat sie gesammelt. Angefressen, aber man sieht's, Leute. Guckt euch nur mal die Sammlung an. Guckt euch wirklich nur mal die Sammlung an. Man sieht, da ist sehr, sehr viel Poké-Liebe mit dabei. Absolut. Ich glaube, das ist das Zeug davon, wie viel Herzblut da rein ist. All die Karten zusammengetragen über so eine lange Zeit. Mhm. Das ist ja nicht was du beginnst. Okay, ich fange heute an mit Sammeln und trage mir all die zusammen. Das würdest du kaum schaffen. Natürlich, ich sage, wenn du unendlich Zeit und unendlich Geld hast, ja. Ja. Aber wenn du über die Zeit, also der Time in the Market, das sagt man auf Englisch, wie lange man da dran ist und sich das zusammenträgt, der ist bei dieser Sammlung extrem gut sichtbar. Natürlich darf auch das Base-Set Glurak nicht fehlen. Wir haben ja viele verschiedene Gluraks. So schön. Und das geht dann eben, ihr seht, bis zu den Shigis und Shilok, und das geht in den ganzen 8 Ordnern so weiter, Leute. Es ist wirklich ein Fest und dann es ist wirklich ein Fest. Ganz spezielle, ich weiß nicht, hoffentlich sieht man es hier, diese speziellen Releases, das hier aus dem Set, aber das ist die CD-Promo, nennen sie die, glaube ich. Also auch Raritäten sind darunter und du schlägst die Seite auf und denkst dir, von einem bestimmten Pokémon möchtest du eine bestimmte Karte sehen. Und ich finde auch, es ist wunderschön zu sehen, nicht nur die seltenen Karten, aber auch ein bisschen die man eigentlich sonst vergessen hätte. Ich meine, du. So schön. Wie cool ist die Karte? Wie schön. Guckt euch mal das Holo-Pattern an. Habt ihr die Karte schon mal gesehen, Leute? Richtig schönes Smetbone. Und eben im Hintergrund wunderschöner Holo-Pattern. Das sind wirklich auch Karten, die man nicht oft sieht. Es ist wirklich eine Seltenheit, an solche Karten nur schon zu kommen. Und darum, Leute, es ist wirklich auch das Durchblättern von den Ordnern. Es ist so schön. Man kann stundenlang einfach da sitzen und die Ordner durchblättern. Es ist wirklich schön, um anzugucken. Ne? Einzigartige Sammlung. Das ist wirklich, wenn man das so sagen darf, ist das wirklich eine einzigartige Sammlung. Wir sind jetzt hier erst in der ersten Generation. Wir sind erstmal wobei, was ich interessant finde, ist, wenn Pikachu Nummer 25 war, dann wurde ja Pichu aus der zweiten Generation, wurde auch eingefädelt, einfach weil es thematisch so gut passt. Richtig. Also sie hat dann wirklich auch bei Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel Zubat, Golbat, Xbat, zusammengenommen. Also für sie hat alles zusammengehört. Das war sehr, sehr wichtig und das sieht man auch. Weil sie gehören ja eigentlich schon zusammen. Sie sind einfach in anderen Generationen auf die Welt gekommen. Genau. Aber eigentlich gehören sie zu einer Familie und deshalb darf man das ruhig auch so zusammenstellen, finde ich absolut sympathisch. Ich finde das auch mega cool, ja. So ein Dienst an Freunde. Hier sehen wir viele Karten, die wir im Celebration Set auch wiedersehen werden. Als Reprints zum Beispiel, und ich freue mich riesig darauf. Ich auch, extrem. Also, wer sich auf Celebrations freut und sich wundert, woher kommen eigentlich die ursprünglichen Karten, in dieser Sammlung habt ihr die Originale. Und das ist wirklich, das finde ich
wirklich das absolut Krasse. Du suchst nach irgendeiner Karte, du suchst nach einem Pokémon und du weißt, hey, ich hätte gern ein Shining Stalos. Dann gehst du zu Stalos und suchst nach der Shiny-Karte und dort ist sie. Und auch Goldstar, hey, ich hätte gern das Umbreon Goldstar. Da gehst du bis zu Umbreon und suchst dir die Goldstar raus. Die, wow. Wie komplett diese Sammlung ist eigentlich unglaublich. Unglaublich, Leute. Und ich staune bei jeder Karte, die ich in die Hand nehme, bei den Zuständen, Leute. Ich staune einfach. So wunderschön. Wirklich. Eben das noch in einem guten Zustand zu haben, ist ja auch selten. Ja. Oft kriegst du die Karten zwar schon auf dem Markt. Ich denke, das ist auch ein bisschen in die Preisgestaltung oder in deine Preisvorstellung mit reingegangen, oder? Richtig. Wie einfach wäre es, diese Karte in diesem Zustand aufzutreiben? Richtig. Mhm. Also es ist wirklich bei den einen Karten sehr, sehr schwierig geworden, einen, ich sag jetzt mal, realen Marktpreis rauszufinden, weil die Spannen sind so groß geworden, vor allem jetzt eben wie zum Beispiel bei den Goldstars oder gewissen E-Reader Series, also von Skyridge, Aquapolis und. Da ist wirklich im Mint-Zustand sehr schwierig, die Preise rauszufinden. Weil man meistens nur Near Mint oder Light Plate findet, weil die Karten doch ein gewisses Alter haben. Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich denke, das kann teilweise bis 10-20% des Kartenpreises ausmachen, auf oder? Jeden dass man Fall. Sagen würde, der reine alleine Kartenpreis ist vielleicht sogar ein bisschen tiefer als die Schätzung. Aber es spielt halt noch rein, wenn du sie ersetzen müsstest oder wenn ein Sammler sie suchen würde, wie viel wäre er bereit, dir dafür zu zahlen? Das sind alles Überlegungen, die du dir machst, oder? Richtig, genau. Wenn du die Schätzung machst. Und deshalb kommen wir auch auf diesen Preis für das gesamte Bundle, weil unsere Meinung war, diese Sammlung komplett so, wie sie hier ist und wie wir sie durchblättern. Und ihr seht auch hier, Southern Islands ist auch vertreten. Also wenn ihr irgendeine Karte von irgendeinem Pokémon sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es hier drin ist. Bis zum Jahre 2014. Und deshalb fanden wir auch, diese Sammlung ist als Sammlung fast noch ein bisschen mehr wert, als wenn du die einzelnen Karten verkaufst, oder? Richtig. Es gibt Sammlungen, die komplett durchmischt oder setweise komplett sind. Das sieht ein bisschen anders aus, aber das ist so eine spezielle Sammlung. Also ich habe wirklich selten so eine Sammlung gesehen. Ich sammle auch schon sehr, sehr lange. Sarah und ich sammeln zusammen und wir haben effektiv nach Set gesammelt. Aber das ist was ganz Spezielles. Das ist wirklich, vor allem auch wirklich komplett. Es fehlen von gewissen Sets bis ins 2014 nur seltene Karte. Also es sind dann wirklich von der einen Serie alle Pokémons, die davon gab, von der nächsten Serie alle Pokémons, die davon gab. Und das ist wirklich alles so einsortiert. Ja, ich glaube, das sieht man, wenn man hier so durchblättert, einfach, hey, das ist Abra und das waren Abras Karten von 1999 bis 2000 so und so, oder? Und da hast du Abra und dann kommt Kadabra und dann kommt Simsala und auch wunderschöne Artworks. Richtig schön. Mann. Ich freue mich riesig, durch diese Sammlung durchblättern zu können. Welchen Personen würdest du diese Sammlung empfehlen? Wer soll sich sowas kaufen? Das ist definitiv etwas für einen Herzblutsammler, wie von der netten Dame, die wir die Sammlung bekommen haben. Es ist wirklich nicht jedermanns Sache und die Sammlung wird sehr, sehr ungern gesplittet. Ja. Das ist effektiv auch etwas, was wir erwähnen wollen. Das ist eine komplette Sammlung. Und die werden wir auch so, und haben sie auch so bei uns im Shop gelistet. Genau, als komplette Sammlung. Als komplette Sammlung. Das ist auch der Wunsch, dass die als Sammlung verkauft wird. Richtig. Wem könnte man eine Freude damit machen? Ich mache mal noch einen zweiten Ordner auf und wir schauen mal kurz, was hier drin ist. Sehr pievoll. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Schwierig zu sagen. Wenn sehr, sehr gute du Frage. Das Kleingeld hast, wenn du die Möglichkeit hast, das zu investieren, diese 60.000 Pfund Handlungsbasis, dann kriegst du dafür eine Sammlung
von Pokémon von verschiedenen Generationen mit den meisten Karten, die in dieser Zeit rausgekommen sind. Du kaufst dir eigentlich eine Zeitkapsel oder du kaufst dir das, ja, was du die letzten 25 Jahre verpasst hast. Richtig, ja. Also es ist effektiv für jemand, der vielleicht frisch angefangen hat zu sammeln, ja, und von den alten Karten einfach gerne komplettieren möchte. Yes. Et voilà. Hast du eigentlich praktisch auf einen Schlag, hast du schon mal einen extremen Start, ja, für deine Sammlung? Das wäre zum Beispiel so eine Sammlung, die perfekt wäre, einfach weiterzuführen. Ich glaube, das wäre ideal. Das wenn du hier bist und du hast bis Cobalion EX und das geht bis Black and White, sehe ich hier, und da kommen die Full Art EX Karten und wie schön sie eigentlich sind, oder? Und sogar ein Shiny Virizion. Ich meine, wo siehst du die Karte sonst noch? Einfach hier den Ball so aufzunehmen, mhm, und zu sagen, okay, wir machen hier, weil schau mal, du hast eigentlich alles schon ausgelegt. Einfach weiter. Wann habt ihr diese, ich muss das ganz kurz zeigen, wann habt ihr diese Karte zuletzt gesehen? Wow. Ich gebe dir gleich eine Sleeve mit. Dann, mhm, beim eben genau, wenn wir sie rausnehmen, mhm, machen wir sicher noch ein Sleeve dran. Und ansonsten lassen wir die drin, aber für euch machen wir das natürlich. Wir zeigen euch. Wer hat dieses Artwork schon mal gesehen von euch? Ganz ehrlich, streckt auf, weil für mich ist es eine Premiere. Ich habe ein Victini aus dieser Serie, aber diese Karte, wow, hier, die ist einfach in dieser Sammlung, und wenn du ein Virizion-Fan bist, dann ist das deine Seite für dich und da sind die Karten, die du suchst. Und ganz ehrlich, wenn du diese Sammlung, wenn du, sagen wir, in den letzten 5 Jahren begonnen hast zu sammeln oder vielleicht in den letzten 5 bis 6 Jahren wieder eingestiegen bist über Pokémon Go, dann warst du ja gerade eigentlich zur Mitte der XY-Series drin. Mhm. Und die hier, die gehen bis Ende Black and White. Bis dorthin. Diese Sammlung anzunehmen und jetzt aufzufüllen mit den ganzen GX-Karten, die das rausgekommen sind, mit den EX, mit den V-Karten. Ich glaube, das wäre das, was wir, ja, Card Collectors am liebsten machen, ja, würden. Ja. Schaut, Reshiram. Es ist eine andere Kategorie. Wir müssen es nicht schön sprechen. Ja. Es ist wirklich nicht für ein bisschen Taschengeld, sondern, ja, wir reden hier von sehr, sehr viel Geld. Ja. Aber das ist einfach eine andere, es sind auch sehr, sehr viele Karten, Leute. Ja, genau. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Karten. Und das sind Karten, das findet ihr so nicht mehr. Das ist wirklich eine Seltenheit, sowas zu sehen. Das ist eine absolute Seltenheit. Und für mich auch, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen dadurch. Nicht nur durchs, wow, Ordnen der Karten, sondern auch durch die Karten selbst. Und so, hey, es gab ja mal diese Serie. Und ich habe zum Beispiel eben da die Plasma-Serie. Und da gibt es ja verschiedene Pokémon davon. Und das war mir bisher noch völlig unbekannt in dem Sinn. Da gibt es auch ein Lugia davon, da gibt es ganz viele andere. Und da habe ich entdeckt, die gibt's. Und da habe ich begonnen, diese Subserie aufzufangen. Und ihr seht, die Karte ist im Top-Zustand. Perfekt. Es ist also wirklich, du kaufst mit dieser Sammlung, kaufst du einen Teil Pokémon-Geschichte, oder? Ich würde sagen, ja. Mhm. Das ist wirklich ein großer Teil Pokémon-Geschichte. Ein sehr, sehr großer Teil. Da ist so viel. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das geht so weiter. Und das ist wirklich, wenn ihr Interesse hättet an dieser Sammlung und gerne noch wissen möchtet, was da für einzelne Karten, oder ihr spezifisch nach einer Karte sucht, die vielleicht in der Sammlung drin sein, mhm, könnte, können wir euch gerne Auskunft geben. Wir haben wirklich von den sehr, ich sag jetzt mal, wertvollen oder sammlungstechnisch relevanten Karten haben wir eine Liste gemacht. Ja, die Top 90. Genau. Wenn ihr jetzt Fragen habt, zum Beispiel, sind da alle Goldstars drin? Ja, es sind alle Goldstars drin in den 8 Ordnern. Oder ist das dies und dieses Rayquaza drin? Genau. Die Antwort ist sehr wahrscheinlich ja. Sehr wahrscheinlich schon. Aber wir können euch ganz kurz nachschauen. Genau. Natürlich könnt ihr auch bei uns ein bisschen One-on-One-Time buchen mit dieser Sammlung. Sie ist, wir können sie zu uns in den Shop bringen, wenn ihr euch voranmeldet, und dann können wir sie gemeinsam anschauen, wenn ihr wirklich Interesse habt. Wir haben für unsere Collections einen gewissen einen Ablauf in dem Sinn, dass wir sind keine Bibliothek. Wenn ihr Interesse an der Sammlung habt, wirklich Interesse, dann könnt ihr Bilder anfordern. Wenn die Bilder nicht reichen, dann könnt ihr eine Session buchen, wo wir uns Zeit nehmen und uns hinsetzen mit euch, um das anzuschauen. Das kostet einen Beitrag, aber wenn ihr danach eine Sammlung kauft, nicht nur die, sondern irgendeine, könnt ihr euch dieses Geld wieder
zurechnen lassen. Yes. Das heißt, damit habt ihr alle Möglichkeiten, um euch ein gutes Bild von der Sammlung zu machen. Richtig, genau. Wenn ihr wirklich Interesse habt, Leute. Genau. Damit schützen wir unsere Zeit. Mhm. Damit geben wir euch die Möglichkeit, aber damit schützen wir auch die wertvollen Sammlungen selber, weil unglaublich, was wir hier teilweise bekommen und anvertraut bekommen. Aber lasst es uns doch gerne wissen. Wir werden jetzt nicht mehr viel weiter blättern, weil wir schon so lange labern. Ja. Aber wenn ihr ja gerne ein bisschen mehr über diese Sammlung erfahren möchtet oder wir mal in einem Stream ein paar Seiten anschauen sollen, lasst es uns doch in den Comments wissen. Was wollt ihr sehen aus dieser 50.000 Euro oder 60.000 Franken Sammlung? Was habt ihr für Fragen? Habt ihr Fragen zur Einschätzung? Mhm. Habt ihr Fragen zum Umfang? Habt ihr Fragen, weiß nicht, was kann noch für Fragen? Was ist da überhaupt alles noch drin? Das wär, aber Sandro wird sie gerne für euch beantworten. Er kennt diese Sammlung so gut wie kaum jemand jetzt. Und wir freuen uns einfach, wenn wir weiterhin eure Schätze anschauen und bewerten können. Auch wenn ihr nur einen kleinen Binder habt. Ist egal. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was eure Sammlung wert ist, dann schreibt uns doch an, Leute, sehr, sehr gerne bei uns auf der Homepage. Seht ihr auch das Angebot für die Schätzungen von euren Sammlungen? Genau. Oder von euren Einzelkarten, was auch immer ihr Lust und Bock habt. Was euch unter den Nägeln bringt. Genau. Wir sind für euch da. Online auch, hier in den Comments, auf Instagram, auf Twitch. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, dieser kleine Einblick. Wir haben noch nicht mal zwei Wochen. Wir haben nicht mal. Es ist wirklich, Leute, viel, viel, viel. Es ist wirklich schön. Wirklich es ist schön. Wirklich schön. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen mit den Schätzungen und lassen euch immer wieder teilhaben an irgendwelchen Goodies und Schönheiten, die wir finden. In dem Sinne, sammelt immer weiter, Leute. Gotta catch them all. Danke vielmals fürs Zugucken von den Card Collectors. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, tschüss. Ciao.